Hallo Manuel hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video spreche ich über das optimale Training für Radsportler über den Winter hinweg. Wir haben jetzt Anfang November und das ist für die meisten Radsportler auch der Zeitpunkt, wo man wieder ins Training einsteigt, um eben die nächste Saison vorzubereiten. Und vielleicht ist das gerade jetzt bei dir noch nicht der Fall, wird aber womöglich in den nächsten Wochen bald mal der Fall sein. Und was ich schon vorab nehmen kann, dein Trainingsverhalten über den Winter hinweg und wie du in den nächsten Wochen, Monaten den Trainingsprozess aufbaust, wird einen Einfluss haben auf deine Performance im Sommer. Ja. Und weil das eben so ist, lohnt es sich, dass wir jetzt eben mal genau über dieses Thema sprechen. Vielleicht hast du auch schon das Sprichwort gehört, der Sommer wird im Winter gemacht und da ist definitiv was dran. Und lass uns mal so starten, was so übliche Fehler oder Probleme auch sein können im Wintertraining. Und da gibt es zwei Punkte, die ich schon sehr häufig gesehen habe. Und das ist zum einen einseitiges Training über den Winter hinweg, also ständig nur im selben Intensitätsbereich. Und der zweite Punkt ist zu hartes, zu umfangreiches Training, so dass man eigentlich schon, bevor die Saison überhaupt angefangen haben, bevor die ersten Rennen kommen, ausgelaugt ist, müde ist, keine Motivation mehr hat und so halt, ja, auch nicht das erreicht hat, was man sich eigentlich vornimmt über den Winter hinweg. Und lass uns hier mal mit dem ersten Punkt starten und das ist zu einseitiges Training. Woher kommt das überhaupt? Ich denke, das hat schon jeder Radsportler mal gehört. Über den Winter hinweg muss man an der Grundlage arbeiten, also möglichst viel Trainingszeit im Grundlagenausdauerbereich. Und da ist definitiv auch was dran und das kann ich nach wie vor auch empfehlen, viel Zeit im Grundlagenausdauerbereich zu verbringen. Das kommt einfach daher, weil man muss sich mal überlegen, man hat über den Winter hinweg auch eine sehr lange Trainingsperiode, wo man irgendwo durch mit einem kontrollierten Belastungsstress eine Entwicklung anstreben will. Und das funktioniert eben auch sehr, sehr gut, unter anderem in der richtigen Kombination dann mit Grundlagen-Ausdauertraining, weil Grundlagen-Ausdauertraining, du kannst ja einfach eine Vielzahl an physiologischen Adaptationen abholen, eben mit einem sehr geringen Belastungsstress für deinen Körper. Also da sprechen wir von einem aeroben Fundament, was du dir aufbauen kannst, die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität wird erhöht, dein Fettstoffwechsel optimiert sich, die Mitochondriendichte und Funktionalität verbessert sich. Also alles Aspekte, die zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit führen, quasi für jeden Radsportler unabhängig der Disziplin. So, und deswegen ist das Grundlagenausdauertraining definitiv der Bereich, wo du die meiste Trainingszeit über den Winter hinweg investieren solltest. Es ist bloß so, dass wenn du nur zu einseitig in dem Bereich trainierst, wirst du womöglich keinen richtigen Fortschritt sehen. Und das kennt vielleicht der eine oder andere, dass man halt einfach viel Zeit ins Wintertraining steckt und dann einfach kurz vor den ersten Rennen auch merkt, dass man sich nicht wirklich verbessert hat. Man konnte die Leistungsfähigkeit vielleicht stabilisieren über den Winter hinweg, aber so eine richtige Entwicklung hat nicht stattgefunden. Und die Ursache darin liegt womöglich eben in zu einseitigem Training. Das konnte auch eine Studie aufzeigen, wo man Radsportler in zwei Gruppen unterteilt hat und die über den Winter hinweg begleitet. Ja, das war eine Gruppe, die direkt nach der Trainingspause nur Grundlage trainiert hat, also Low Intensity Training, und die andere Gruppe, die hat direkt nach der Pause auch schon das Low-Intensity-Training kombiniert mit High-Intensity-Training. Das waren so 5 bis 6 Minuten Intervalle in einem hohen Intensitätsbereich und solche Sessions wurden dann alle 7 bis 10 Tage absolviert. Und da hat man mal eine 8-wöchige Off-Season-Phase beobachtet, also direkt nach der Trainingspause. Da konnte man einfach feststellen, dass bei der
Gruppe an Radsportlern, die jetzt nur im Low-Intensity-Bereich trainiert hat, deren Leistungsfähigkeit, die hat sich sogar verschlechtert, also im Bereich vom 4 Millimol Laktat-Bereich und 40 Minuten Zeit fahren, wohingegen die andere Gruppe sich genau über die Bereiche dann auch verbessern konnte. Jetzt kann man ja sagen, ja, es sind nur die ersten 8 Wochen nach der Trainingspause, ist nicht so schlimm, man hat danach immer noch genug Zeit, um Leistungsfähigkeit aufzubauen. Das stimmt, nur jetzt kommt das Interessante, man hat die beiden Gruppen dann auch weiterverfolgt über eine 16-wöchige Preseason-Phase. Und dabei hat sich herausgestellt, dass jene Gruppe, die auch schon davor intensiveres Training integriert hatte, die hat sich auch über die 16 Wochen danach viel, viel besser entwickelt als jene Gruppe, die über so lange Zeit nur eintönig im Low-Intensity-Bereich trainiert hat. Also es lohnt sich definitiv, da auch schon direkt nach der Trainingspause eine gute Intensitätsverteilung zwischen Low Intensity und High Intensity anzustreben, um eben für eine optimale Entwicklung zu sorgen. Hier ist aber auch Vorsicht geboten, weil das hochintensive Training, das kann auch sehr belastend sein, und da kommt man eben auch gleich zum zweiten Fehlerproblem, und das ist zu viel, zu hartes Training oder zu fordernde Trainingslager über den Winter hinweg, die dann halt eben dafür sorgen, dass du zu viele Ressourcen, sei es mental, aber auch körperlich über den Winter hinweg verbraucht hast und deshalb auch nicht die Entwicklung anstreben konntest, die du dir eigentlich wirklich gewünscht hast. Und da muss man so ein bisschen die goldene Mitte treffen, und da kommt ein wichtiges Prinzip der Trainingslehre ins Spiel. Das ist ganz simpel, das ist einfach eine progressive Belastungssteigerung. Also die Intervalle im richtigen Maß, in der richtigen Frequenz über die Winterperiode integrieren und gleichzeitig auch dafür sorgen, dass man einfach ein gutes Belastungsmanagement hat, also eine optimale Relation von Belastung, Erholung, gute Ruhetage, gute Regenerationswochen, auch korrektes Verhalten, wenn man jetzt mit viel Volumen im Grundlagen-Ausdauerbereich trainiert, mit korrektem Verhalten meine ich Intensitätssteuerung und Verpflegung im Training, weil das eben einen Einfluss hat, wie stressvoll der Körper auch belastet wird. Und wenn man da so eine gute Mitte trifft zwischen gutem Belastungsmanagement, dann regelmäßig auch intensivere Trainingseinheiten und hochqualitatives Grundlagenausdauertraining, dann wird es dir möglich sein, dich optimal zu entwickeln über den Winter hinweg. Und wenn du jetzt auch solche Ideen in deinem Training umsetzen willst und auch vorhast, die nächste Saison wirklich top in Form zu sein, dann kannst du dich auch gerne mal melden für ein kostenloses Beratungsgespräch. Da können wir mal gemeinsam schauen, wie das dann für dich ausschaut. Melde dich dazu einfach über www.coachme.fit, und dann werden wir schon bald mal miteinander sprechen und sehen, wie dein Wintertraining optimal gestaltet wird.